jetzt immer wieder im Raum steht, die Zuschussrente wird von uns kritisch gesehen. Sie ist aus unserer Sicht keine hinreichende Lösung, zumal sie an eine ganze Reihe von Bedingungen geknüpft ist. Eine will ich benennen. Es ist wenig glaubhaft aufzufordern, dass Privatvorsorge getroffen wird, die Niedriglöhnerinnen und Löhner, die jetzt schon nicht wissen, wie sie über die Runden kommen, werden kaum Geld haben, noch Privatvorsorge zu treffen. Zudem ist es mehr als unglaubwürdig, per Gesetz das Rentenniveau auf 43% abzusenken. Das war bis auf die Linke quer durch die Parteien politischer Wille und sich im Nachhinein jetzt darüber zu beklagen, auf welches Problem wir zusteuern. Wir können immer nur wiederholen, dass zum Beispiel das Thema Mindestlohn ein zentraler Punkt ist, Altersarmut überzeugend entgegenzusteuern. Wer für gute Arbeit und gute Löhne sich einsetzt, trifft Vorsorge dafür, dass auch am Ende auskömmliche und gute Renten bezahlt werden. Ein paar Sätze erneut zum Thema Ostangleichung der Renten. Ich habe letzte Woche darüber schon ausführlich gesprochen. Ich habe vor einigen Tagen bei mir zu Hause in Magdeburg zur Kenntnis genommen, dass der FDP-Generalsekretär sich dort vor Ort, vielleicht liegt es an der Stadt, das mag sein, sich dafür eingesetzt hat, das Problem der Ostangleichung noch in dieser Legislaturperiode zu lösen. Ich kann nicht erkennen, dass das in irgendeiner Form Wirkung zeitigt und ich gehe nach wie vor davon aus, dass das nicht mehr und nicht weniger als leere Versprechungen sind, die mit Blick auf den nahenden Wahlkampf gemacht werden. Wir erwarten dringend, dass sich die Bundestagsparteien zusammenfinden und sehr schnell bis zum nächsten Jahr zu dieser Frage eine Lösung in der Sache herbeiführen. Mit dem Beschluss zur Absenkung des Rentenbeitragssatzes durch die Bundesregierung kann die Linke nicht einverstanden sein. Der Milliardenüberschuss in den Rentenkassen sollte aus unserer Sicht zu zwei Dingen genutzt werden. Erstens, nichts ist wichtiger, als die Rente armutsfest zu machen. Die Zahlen zur Arbeit im Rentenalter sollten uns nachdenklich machen. Die Gefahr der Altersarmut muss mit allen Mitteln bekämpft werden. Und zweitens sollte aus unserer Sicht der Überschuss in der Rentenkasse durchaus Anlass dafür sein, die Rente mit 67 mindestens auszusetzen. Sie wissen, dass wir prinzipiell gegen die Einführung der Rente mit 67 waren und sind. Für ein sorgenfreies Leben im Alter und die Sicherung des Lebensstandards ist genug Ressource da, wenn auf die Absenkung des Rentenbeitragssatzes verzichtet würde und beide Dinge, die ich eben erwähnt habe, umgesetzt werden. Zum zweiten Punkt. Am Wochenende vor 73 Jahren hat Nazi-Deutschland Polen überfallen. Auch die Linke hat den 1. September, den Weltfriedenstag, wieder genutzt, um bei zahlreichen Gelegenheiten mit vielen Bürgerinnen und Bürgern an diesen Tag zu erinnern und auch im Jahre 2012 für aktive Friedenspolitik auf die Straße zu gehen und zu mobilisieren. Die Logik des Krieges ist leider immer noch für viele eine Option, für zu viele. In diesen Tagen wird sehr viel wieder über das Thema Waffenexporte geliefert, diskutiert. Deutschland ist drittgrößter Waffenexporteur der Welt. Jährlich werden 6,9 Milliarden Euro mit dem Verkauf von Rüstungsgütern verdient. Deutsche Waffen tragen dazu bei, militärische Auseinandersetzungen am Laufen zu halten, überall in der Welt. Nicht zuletzt die Lehre aus der Geschichte, deswegen habe ich auf den 1. September verwiesen, sollte sein, Waffenexporte ohne Ausnahme zu verbieten. Drittes Thema: Energie. Die Rufe von Sozialverbänden, Gewerkschaften und auch meiner Partei nach Sozialtarifen für Einkommensschwache verhallen leider nach wie vor ohne Ergebnis. Das Gerede und die Versprechungen von bezahlbaren Strompreisen sind für alle, führte die Regierung spätestens mit dem Energiegipfel Mitte der vergangenen Woche ab ad absurdum. Letztlich ist es Regierungshandeln, was die Preise für Energie beim Normalverbraucher ansteigen lässt. Immer neue Umlagen entlasten energieintensive Unternehmen. Meine Partei ist mit mehreren Vorschlägen in die öffentliche Regierung
Debatte gegangen, unter anderem den der Abwrackprämie für alte Energiefresser, ein Vorschlag, der im Übrigen mittlerweile ja auch von den Grünen und vom BUND aufgenommen wurde, worüber wir uns natürlich freuen. Ein weiterer ist das Sockel-Energiekontingent für jede Person im Haushalt bis zum Verbot auch von Stromsperren. Unser Interesse in diesen Vorschlägen wird deutlich, Strom muss bezahlbar sein. Strom ist Licht, Heizung und letztlich auch Mittel zur gesellschaftlichen Teilhabe. Und als letztes, wir haben, wie gesagt, heute im Geschäftsführenden die Klausur des Parteivorstandes am kommenden Wochenende vorbesprochen, die Tagesordnung festgelegt. Der zentrale Gegenstand, darüber ist auch schon in der ein oder anderen Zeitung berichtet worden, ist eine erste strategische Verständigung mit Blick auf das Wahlkampfjahr 2013. Wir werden dort, das ist zumindest nicht geplant, in der Sache Entscheidungen herbeiführen. Der Beschluss über die Wahlstrategie ist für den Oktober vorgesehen. Dankeschön. Herzlichen Dank. Gibt es Fragen Ihrerseits?